Ja, hallo liebe Fotofreunde. Ich befinde mich im Moment im Urlaub an der Mosel, hier in Fallweger Berg in der Nähe von Cochem. Und ich möchte euch heute einmal die Trekkingstöcke Leki Sierra Foto vorstellen, die ich mir vor kurzem auf der ABF-Messe in Hannover gekauft habe. Zunächst einmal die Frage, wozu ein Video über Trekkingstöcke auf einem Fotokanal? Die Antwort ist ganz einfach. Hierbei handelt es sich nicht um ganz normale Trekkingstöcke, sondern wir haben es hier zu tun mit Trekkingstöcken, bei denen man hier oben die Holzkappe abmachen kann. Und dann kommt ein Stativgewinde zum Vorschein und damit kann ich im Prinzip schon mal diese Trekkingstöcke als sogenanntes Monopod benutzen. Das wäre mir im Prinzip allerdings nicht genug gewesen. Da gibt es, da denke ich, deutlich bessere Lösungen. Mein Hintergedanke war, dass ich diese Trekkingstöcke benutzen möchte als Unterbau, als Stativbeine für meinen Novoflex Classic Ball. Der Novoflex Classic Ball, das ist diese Konstruktion hier, diese blaue Halbkugel. Eigentlich ist das ein sogenanntes Tischstativ oder Bodenstativ. Und zwar funktioniert das so: Mitgeliefert werden solche kleinen Stativbeine und die kann man eben hier in drei verschiedene Rastungen in drei verschiedene Löcher einschrauben, je nachdem, welche Höhe man erreichen möchte. So ist praktisch die maximale Höhe, so ist die mittlere Höhe. Und wenn man das obere Loch nimmt, dann kommt man im Prinzip ganz weit runter auf die Erde. Das ist eine wunderbare Lösung, die ich schon seit einiger Zeit im Einsatz habe und die sich wunderbar bewährt hat als Bodenstativ, weil man wirklich sehr nah nach unten kommt und weil sich das Ganze klein und leicht, ganz einfach und easy in der Kameratasche platzieren lässt. Und es ist auch mit 60 Euro ungefähr relativ günstig. Dann bin ich aber auf die Idee gekommen, und zwar bietet Novoflex auch extra so Trekkingstöcke an, ähnlich wie diese von Leki jetzt, die ich euch vorstellen möchte, und sagt dann, man kann diese Trekkingstöcke auch benutzen, um sie als Stativbeine für den beispielsweise den Basic Ball zu benutzen. Und genau das hatte ich vor. Damit das Ganze etwas schneller geht, habe ich zwei Beine hier schon mal montiert und bei dem dritten zeige ich euch jetzt mal, wie man dabei vorgeht. Im Prinzip ganz einfach, wie bei jedem handelsüblichen Trekkingstock, löse ich hier einmal das Gewinde, ziehe dann das eine Segment aus. Da habe ich hier dann so eine kleine Skala. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kann man das im Video nicht erkennen. Und die maximale Auszugshöhe bei diesen Stöcken hier ist 1,45 Meter. Das heißt, ich stelle das erste Segment auf 1,45 Meter ein, drehe es fest und gehe dann bei dem zweiten Segment genau gleich vor. Auch hier haben wir natürlich eine Skala. 1,45 Meter, festdrehen, fertig. Mittlerweile läuft das Ganze hier bei mir auch ziemlich gut. Am Anfang ging das ein bisschen straff. Das braucht ein paar Mal, bis das im Prinzip so funktioniert, wie es gedacht ist. Ich habe hier schon mal ein Video gemacht über das Reinigen von Stativen, am Beispiel von meinem Gizzo-Stativ. Und da habe ich dann Ballistol benutzt, damit das Ganze etwas besser läuft. Ich glaube, das wäre hier auch eine ganz gute Möglichkeit. Ja, dann brauche ich im Prinzip dieses dritte Bein nur noch in meinen Basic Ball einzuschrauben. Das geht relativ problemlos. Und dann habe ich mein Stativ fertig. Man sieht hier schon, wir haben es hier etwas uneben. Und es ist natürlich relativ schwierig, jetzt mit diesen Beinen diese Unebenheit auszugleichen. Das geht einfach mit einem handelsüblichen, normalen Stativ wesentlich besser.
da habe ich hier vernünftige Schrauben und kann das Bein relativ schnell genau so positionieren, wie ich es haben möchte. Wenn ich jetzt versuchen würde, das hier mit diesen Segmenten auszugleichen, wäre das relativ hakelig. Da merkt man einfach, dass es in erster Linie Trekkingstöcke sind und dass diese Zusatzfunktion als Stativbein eben nur eine Zweitfunktion ist. Da ist man mit einem normalen Stativ besser bedient, aber man kann solche kleinen Unebenheiten wie hier sicherlich dann besser mit einem Kugelkopf ausgleichen oder einer Panoramaplatte bzw. eine Nivellierplatte besser gesagt. Mache ich jetzt persönlich nicht, weil das wieder zusätzliches Gewicht ist. Und hierbei geht es mir ja darum, maximal Gewicht zu sparen. Da sind wir schon beim nächsten Thema. Wozu benutze ich das Ganze eigentlich? Ich bin ja jemand, der ganz oft auch Video und Foto kombiniert. Und dann brauche ich eben zwei Stative. Und auf extremeren Touren möchte ich nicht so gerne mein Gizu-Stativ mitnehmen, obwohl ich das heiß und innig liebe. Aber obwohl es aus Carbon ist, ist es doch relativ schwer. Das liegt einfach daran, dass es relativ groß ist. Damit kann ich sogar über Kopf arbeiten. Und dadurch kommt halt trotz alledem ein Gewicht zustande von, ich glaube, das wiegt so um die 2,3 Kilogramm. Und wenn man die dann außen am Rucksack befestigt, durch die Position außen am Rucksack, wirkt sich das dann nochmal deutlich schwerer aus. Da ist dieses Stativ praktisch dann als Zweitstativ ganz gut geeignet. Dafür habe ich es mir eigentlich angeschafft. Ja, man sieht, von der Höhe her komme ich, wenn ich da jetzt noch eine Kamera oben drauf machen würde, ungefähr auf Kinnhöhe bei mir. Also ich bin 1,75 groß, ich könnte so relativ bequem arbeiten. Das würde also funktionieren. Man sieht aber auch, die stabilste Konstruktion ist das sicherlich nicht. Also was die Stabilität angeht, haben selbst solche Stative wie hier das C5i, wobei ich das überhaupt nicht schlecht reden will, im Gegenteil. Ich bin eigentlich sehr begeistert von dem Teil, gerade was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht. Die haben da deutlich die Nase vorn. Aber ich habe festgestellt, wenn man auf die Dinge achtet, die man eigentlich bei der Verwendung von Stativen sowieso beachten sollte, dann kommt man eigentlich ganz gut klar. Und zwar zum einen, dass man einen Kabelfernauslöser verwendet oder von mir aus auch einen Funkfernauslöser oder wenn man den eben nicht hat, dass man eben mit dem Selbstauslöser arbeitet, den man auf 2 Sekunden stellt. Und wenn man natürlich den Bildstabilisator ausschaltet, auch das sollte man grundsätzlich bei Stativen machen. Und ich arbeite mit spiegellosen Kameras, daher habe ich keinen Spiegel, den ich vorauslösen müsste. Wenn man mit einer Spiegelreflexkamera arbeitet und die Möglichkeit hat, sollte man natürlich auch die Spiegelvorauslösung benutzen, um auch auf diesem Wege keine Erschütterungen zu bekommen. Denn wie gesagt, besonders stabil ist das Ganze hier nicht, aber ich habe damit auch schon mal gearbeitet. Ich habe da probeweise mal ein paar Langzeitbelichtungen auch mitgemacht und muss sagen, ich bin damit ganz gut klargekommen. Auch wenn es relativ windig ist, hatte ich damit keine Probleme. Ja, wie eben schon in einem kleinen Trailer gezeigt, bin ich damit natürlich auch wandern gegangen. Und habe auch da ein paar Erfahrungen gemacht. Also zunächst einmal hat das Ganze wirklich gut funktioniert. Ich war damit eigentlich sehr zufrieden. Und was ich dann festgestellt habe, ist, dass hier unten am Fuß so kleine Gummikappen sind. Und die sind eigentlich ganz gut geeignet für asphaltierte Straßen oder für Bürgersteige. Ich war allerdings nicht auf Straßen und Bürgersteigen unterwegs, sondern bin ein bisschen in die Berge hier gegangen. Und da waren Waldwege, da waren Schotterwege und so weiter. Und da rutscht diese Gummikappe schnell mal weg. Das ist aber überhaupt kein Problem. Die kann man einfach so abziehen und dann kommt hier so ein Metallstift zum Vorschein. Und damit ist man im Prinzip für sämtliche Untergründe, für jegliche Straßenbelege
Wanderwege wunderbar gerüstet. Das zum Preis noch ein bisschen. Ich habe auf der ABF-Messe für diese, also pro Trekkingstock 45 Euro bezahlt. Das finde ich auch angemessen, sage ich mal, gerade so noch. Viel mehr, glaube ich, bin ich der Meinung, sind die auch nicht wert. Allerdings, wenn ich mir mal so umgucke, was handelsübliche normale Trekkingstöcke kosten, dann sind wir hier, glaube ich, etwas drüber. Aber dafür haben wir eben noch die Funktion, dass wir ein Stativgewinde haben. Und naja, gut, Fotoequipment ist halt nicht das Billigste, was man kaufen kann. Von daher, sage ich mal, preislich gesehen geht es gerade noch. Für unterwegs als Zweit- oder Drittstativ meiner Meinung nach wunderbar geeignet. Also dafür, wofür ich es jetzt gedacht habe, muss ich sagen, ist es wirklich fast ideal. Deswegen bin ich damit auch sehr gut zufrieden. Wenn ihr jetzt noch gar kein Stativ habt und überlegt euch, das als einziges Stativ zu kaufen, muss ich ganz ehrlich sagen, da würde ich euch abraten. Da seid ihr mit so etwas sicherlich besser bedient. Das ist stabiler, flexibler. Also das ist kein Stativ oder keine Lösung für jeden Fall. Einen kleinen Tipp kann ich euch noch geben zum Novoflex Basic Ball. Wer jetzt sagt, nee, das ist mir ja überhaupt nicht geheuer, das gefällt mir nicht. Also ich kenne das von einem normalen Stativ, dass ich eben die Beine so hin und her bewegen kann. Da gibt es von Novoflex auch eine Lösung, das sogenannte Triopod. Das ist ebenfalls eine Stativbasis, in die ich dann diese Beine einschrauben kann. Allerdings muss ich sagen, das kostet dann keine 60 Euro, sondern nur die Basis kostet dann schon 153 Euro, glaube ich. Ich habe heute Morgen noch mal geguckt. Dann habe ich diese kleinen Stativbeine nicht dabei, die ich euch eben gezeigt habe. Diese hier, die sind dann nicht dabei. Die müsste ich mir dann auch noch mal einzeln kaufen. Und ehrlich gesagt, den Aufpreis von 90 Euro war mir persönlich das Ganze nicht wert. Ja, ihr hört die Glocken läuten. Das ist für mich das Zeichen, hier zum Ende zu kommen. Ich glaube, ich habe euch über diese Trekkingstöcke hier auch genug erzählt. Ja, wenn ihr die haben möchtet, ich habe euch zu allen Dingen, über die ich hier gerade gesprochen habe, einen Link unten unter das Video getan. Dabei handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Das heißt, wenn ihr über diese Links irgendetwas kauft bei Amazon, dann bekomme ich persönlich von Amazon eine kleine Provision. Und dadurch habt ihr eben die Möglichkeit, mich ein bisschen zu unterstützen. Dann habe ich auch die Möglichkeit, demnächst noch mehr Sachen für euch vorzustellen. Grundsätzlich handhabe ich es persönlich so, dass ich nur die Dinge vorstelle, die für mich selber auch relevant sind, die ich selber gerne nutze. Und ich werde euch dann auch erklären, aus welchen Gründen und wofür ich mir diese Dinge gekauft habe, wie es eben jetzt auch bei diesen Trekkingstöcken der Fall ist. Noch ein Hinweis zu dieser Provision. Das ist nicht so, dass ihr deswegen etwas mehr zahlt, sondern ihr bezahlt den ganz normalen Amazon-üblichen Preis. Ich nehme mal an, Amazon hat diese Provision vorher schon auf den Preis aufgeschlagen. Und wenn ihr die ganzen Produkte ganz normal bei Amazon kaufen würdet, dann stecken die sich das Geld quasi selber in die Tasche. Ich bin euch nicht böse, wenn ihr diese Links nicht nutzt, aber persönlich bin ich der Meinung, ich kann das Geld genauso gut gebrauchen wie Amazon. Ja, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, schreibt mir auch gerne dazu, was euch besonders gut gefallen hat. Ich bin euch auch überhaupt nicht böse, falls euch das Video nicht gefallen hat. Wenn ihr mir einen Daumen nach unten gebt, auch dann fände ich es fair, wenn ihr kurz schreiben würdet, was euch nicht gefallen hat, dann versuche ich das in Zukunft zu verbessern. Ja, und wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, welche Themen ich in Zukunft mal besprechen sollte, dürft ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht kann ich dann darauf in den nächsten Videos eingehen. Ansonsten teilt das Video gerne. Vielleicht interessiert eure Freunde auch, was ich hier besprochen habe zu den Trekkingstöcken. Ansonsten bin ich fertig. Deswegen sage ich wie immer, macht's gut und geht raus. Und macht ein paar ordentliche Fotos. Euer Sven. Ciao.